Agatha, Carsten und unser Hund Harmony waren wieder unterwegs. Diesmal von der Biskaya bis zum Mittelmeer mit unserem 30 Jahre alten ehemaligen Bundeswehrwolf. Für die ca. 1800 Kilometer lange Anreise benötigten wir 2 Tage. Wir fuhren durch Luxemburg, Belgien, Frankreich nach Hondarribia in Spanien. Für die Tour hatten wir uns 2 Wochen Zeit genommen. Hier ist der zweite Teil von unserer Transpyrenäen-Tour. Die Strecken, die wir abgefahren sind, lagen größtenteils nördlich und nordwestlich von Andorra. Jetzt viel Spaß beim Anschauen. Wem es gefällt, Daumen da lassen und den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen.
Letztens kam die Frage, warum wir meistens aus dem Auto filmen. Das lässt sich einfach beantworten. Nach 7-8 Stunden konzentrierter Fahrt im Wolf habe ich einfach keine Lust mehr, noch etwas zu drehen, und Agatha ist dann meistens abends auf dem Campingplatz mit dem Kochen beschäftigt. Thank you.
Das war der zweite Teil von unserer Pyrenäentour. Wem es gefallen hat, Daumen da lassen und Kanal abonnieren. Der dritte Teil kommt, wenn ich es schaffe mit dem Schneiden, in der nächsten Woche.